Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es jetzt ein Trash. Von mir gibt es jetzt ein Trash. Ich sehe richtig verdattert irgendwie aus, gell? Ich lag auch auf der Seite vorher, als mein Sohn Mittagsschlaf gemacht hat. Dann bin ich trotzdem mit eingenickt. Ich hasse das. Aber war okay. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Ja. Also. Oh mein Gott. Wirklich ein XXL-Trash-Paket, ne? Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe mit der lieben Emine getauscht. Wir haben, was haben wir denn ausgemacht? Ich weiß es nicht. Ich schreibe es euch mal hin. Ich habe schon vergessen, was wir ausgemacht haben. Ich bin überhaupt nicht in der Lage, mir etwas zu merken. Ich habe sogar noch eine Pyjama-Hose. Und mit Sternchen, mit Sternchen. Ja, ich mache das gute Stück auf. Als es schon ankam, war das schon so, und das habe ich zurzeit bei Deutsche Post und die, also ich glaube, das sind die Leute, die dort arbeiten, die sehen, dass ich ein Paket bekomme und machen das irgendwie auf oder so, weil das habe ich so oft jetzt auch erlebt. Ich brauche wieder meinen Augenbrauenrasierer, der übrigens richtig stumpf ist. Also ich habe davor probiert, meine Augenbrauen zu Sie hat gut eingepackt und Coffee is my life. So, ich liebe Post. Oh, süß. Cool. Wie süß von dir. Wirklich. Und ich liebe dieses schöne Scheiße und die Obstdinger. Finde ich klasse. Und die Zeitung. Meine Nachbarn freuen sich, wenn der Papiertonne wegen mir wieder voll ist. Ich hoffe, ich schmeiße da jetzt nicht weg, ja? Aber ich glaube nicht. Oh, wie süß, da wird sie sich freuen, Emine. Das ist aber lieb. Wirklich. Ich sehe schon, da ist was für meine Tochter dabei. Wirklich ganz, ganz toll. Wir haben auch Badezimmerartikel. Ich hatte, glaube ich, gar nicht so viel. Ich habe nachgeguckt. Das sind alles Sachen, die ich selber verwende oder auch brauchen kann. Und ja, deswegen gab es bei mir nicht so viel. Für die Langeweile liest mich als... Das kann ich euch jetzt zeigen. Das haben sie super schön gestaltet. Ihr seid klasse, ihr zwei Mädels. Für die Langeweile. Wie cool. Make-up-Looks. Ich dachte, das wäre für meine Tochter was für mich. Sie liebt sowas auch. Also sie gestaltet auch super, super gerne. Wahrscheinlich komme ich nicht dazu. Ich habe früher mal eine Zeit lang ein bisschen rumgemalt, aber nichts also es waren keine richtigen Kunstwerke, aber somit habe ich meine Psyche ein bisschen runter bekommen. Mega schön. Ich habe hier schon ein Plätzchen geschaffen, wo ich ein paar Sachen hinmachen kann. Sie wird, also ich weiß, Emine und Bethül, dass meine Tochter ganz, ganz glücklich sein wird. Sie wird sich wahnsinnig freuen. Richtig schön. Gott, da könnte ich selbst noch mal ein Kind werden. Das hatte ich früher nie. Wir hatten immer Stickers und Sticker-Albums gesammelt. Ja, cool. Da freue ich mich richtig. Also ich sehe schon ein paar Schätze. Das finde ich richtig cool. Und zwar finde ich das cool für Festival-Looks. Ich weiß es nicht, wollte meine Tochter neulich mal sowas kaufen und ihr auch drauf machen, weil ich es echt cool finde. Aber ich könnte es mir vorstellen, dass ich es mir aufhebe für das nächste Festival-Look. Deswegen, ja, mal gucken, ob sie das bekommt oder ich selbst behalte. Ja, da freut sie sich auch. Oh, wie toll. Von meiner Prinzessin für deine Prinzessin. PS, Arme hoch, dann den Schmetterling am Hals drücken. Voila. Ja, da freut sie sich. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank euch zwei. Vor allen Dingen deiner Prinzessin. Sehr, sehr cool. Voll mein Ding, gell? Ich könnte auch so eine Barbie sein. Ihr könnt auch bei mir stehen. Ja, was haben wir denn hier noch Nettes? Da steht von meiner Prinzessin... Achso, das hatte ich gerade eben gelesen gehabt, weil der Zettel noch verschwunden ist. Fahrduschgel, das mag ich sehr gerne. Ich liebe Fahrduschgel, das wisst ihr wahrscheinlich mittlerweile. Das fängt euch wahrscheinlich schon aus der Ohre. Das Joghurt hatte ich noch nicht oder Joghurt Aloe Vera hatte ich noch nicht, weil ich immer auf dieses Kokos und ganz, ganz selten auf was anderes zurückgreife. Und Fahrkinder mag ich auch nicht. Aber das riecht lecker, das kommt direkt ins Badezimmer. Dann haben wir
Kirschblüten, Nivea und Jojobaöl. Diese kleinen Dinger wollte ich mal ausprobieren. Also die kleinen Pullen wollte ich mal ausprobieren, weil ich von den großen immer begeistert bin. Kirschblüte riecht sehr lecker und sehr intensiv. Richtig, richtig lecker. Freue ich mich auch drauf. Und Darf ist ja auch große, große Liebe. Und ein originales habe ich nicht mehr, aber Darf steht für Darf, weil ich dachte immer, ich brauche erstmal auf, aber ich liebe Darf. Oh, das erinnert mich an. Oh Gott, auf deinem Kopf ist eine Eidechse. So, ihr Lieben, weiter geht's. Wir lieben es, hoffentlich du auch. Pantene Provine ist richtig. Oh, es riecht aber lecker. Das riecht nach Pfirsich. Nach Pfirsich oder Nektarine. Möchtest du auch mal riechen? Und, wie riecht das? Bäh, magst du nicht? Dann ist das Beste für deine Pinsel richtig. Eine Zeit lang habe ich von Dove mal eine gekauft und auch von Alverde mal eine probiert. Und auch diese Babylotion, es riecht so lecker. Nivea hat einfach was drauf, gell? Vielen, vielen Dank. Ich habe das letzte Stück gerade in Verwendung von meiner Dalli-Seife da. Deswegen, ja, ich werde versuchen, es auch zu lieben. Mal gucken, was es ist. Nachtaktive Pflegespülung. Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. War das das? War das da drauf bei diesem Wetter top? Oder feines Haar? Ich habe feines Haar. Ich habe mittlerweile, also ich habe schon immer feines Haar eigentlich gehabt. Und ja. Von daher bin ich sehr gespannt. Ich mag eigentlich gar keine Haarschaums und sowas. Ich hatte gestern auf einmal Locken. Ich bin, ja, für die Sonne. Nee, für den Sommer. Hot, hot, hot. Das ist Rasierer, glaube ich, ne? Also zum Rasieren. Also wie nennt man das? Zum Enthaarungsspray. Ich bin gespannt. Du Schatzi, das mach ich gleich kaputt. Da muss ich hinten drehen. Dann haben wir Listerine. Achtung, scharf. Ja, ich habe es tatsächlich noch nie geschafft zu testen. Da bin ich super gespannt. Vielen, vielen, vielen Dank. Es sind wirklich tolle Sachen dabei, die ich noch nicht habe oder die ich sogar mag. Wie das hier, also ich weiß es nicht, wie es ist, aber ich wollte es schon immer ausprobieren. Es war aber immer zu teuer, ne? Das wisst ihr wahrscheinlich, dass das viel, viel Asche kostet. Dann ist hier ein Täschchen dabei. Hier steht Pflege, nein. Beauty, nein. Nein. Für mein Buddha-Ärschle natürlich, habe doppelt zu viel zum Testen bekommen. Du darfst auch mit testen. Ja, geilo. Klopapier. Juhu. Für unseren Hintern. Wir lieben es. Dann gibt es hier einmal, ist es sanft und pur. Und dann gibt es hier Tempo. Und dann nochmal sanft und pur. So rum, oder? Nee, so rum. Wie geil ist das denn? Sehr, sehr gut. Spülmaschinen-Deo. Ich kann es mir vorstellen. Also, mein Freund beschwert sich immer, dass das Plastik dann nach Zitrone stinkt oder geschmeckt. Er schmeckt das, weil er sein. Er mag es nicht, weil er das Gefühl hat, oder er sagt zumindest, sein Plastik schmeckt nach Zitrone. Ich bin gespannt, wie die Sorte ist. Und wenn es nichts für mich sein sollte, kommt es einfach in die Mülltonne und erfrischt uns da einfach. Ich bin gespannt. Vielen, vielen Dank. Sowas ist auch cool zu testen. Ich kaufe es ja nicht mehr wegen ihm, aber so kann ich wenigstens sagen, haben wir Geschenk gekriegt. Sehr, sehr cool. Ich darf auch testen. Okay, öffne mich. Öffne mich war wahrscheinlich in dieser Tasche. Die Zettel für den jungen Mann, das haben wir schon. Ah, cool, BB habe ich schon lange nichts mehr. Das riecht sehr, sehr soft. Wir testen. Das ist Shower Cream, trockene Haut. Zum Duschen. Ist cool. Dann haben wir hier so ein cooles Täschchen. Ich habe eine Zeit lang, ich werde wahrscheinlich das Täschchen tatsächlich im Sommer tragen. Ich liebe so Neon-Orange. Für dich ist keine Tasche dabei, Schatz.
Cool, Zahnpasta und Handcreme, Zauberei, wie cool. Nee, Schatzi, das ist so scharf. Da freue ich mich, Anti-Zahnstein hilft Zahnstein vorzubeugen. Cool, Zahnpasta geht auch immer, wisst ihr, Handcreme kann man nie genug haben. Ja, dann kommen wir zu den, hoffentlich sind die heil angekommen. Wir gucken mal grob. Ja. Schatzi, ein Geschenk. Ach, hier ist noch was. Vorsicht, es wird schleimig. Okay, huiuiui. Schleim. Schneckenhydromaske. Okay. Ja. Okay. Einmal in der Woche. Ist das einfach eine Maske, die man sich drauf macht? Ich bin sehr, sehr gespannt. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Ich habe noch nichts mit Schneckenschleim gehabt. Die sind bis jetzt heile angekommen, ja. Da ist noch nichts kaputt. Ich hoffe, meine Sachen sind natürlich auch heile angekommen, ist ja klar. So, dann haben wir hier, oh, meine Lieben, da freut sich aber meine Tochter über so Nagelsticker. Neulich hat sie welche geschenkt gekriegt. Die hat aber meine Freundin schon als Kind gehabt und sie ist genauso alt wie ich. Die waren natürlich nichts mehr. Die konnte ich dann so in die Tonne. Wir haben es mitgenommen, weil wir nicht getestet haben. Aber der Kleber hat nicht mal gehoben. Die sehen ganz in Ordnung aus und sie freut sich bestimmt was mit. Du weißt ja selber, Emine, wie die Kinder dann sind. Dann ist etwas von Alverde dabei. Und zwar Lidschatten Mono Rosy Touch. So sieht es aus. Und dann ist da was von Essence dabei. Ein lilaner Mono. Da gucke ich, ob ich dann nicht selber weitergebe. Schimmercreme. Da freut sich bestimmt mein Kind drüber wieder. Kommt gleich da auf den Haufen. Nee, geile Farbe. So, es knallt, gell? Ich habe damals schon bei P2, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Dann ist da noch ein Essence blauer Lidschatten. Ich bin nicht so mono. Ab und an trage ich schon. Von Pastell habe ich schon einiges gehört. Das ist eine tolle Farbe. Pastell gibt es, glaube ich, nur in der Türkei, ne? Oder man kann online Pastell nur irgendwie in der Türkei. Da hat doch die Epros Beauty Lounge mal von erzählt. Tolle Farbe für den Herbst. Das ist für. Nee, das ist eine Creme. Dann ist da so ein Glitzernagellack drin. Ich bin mal gespannt. Ich habe schon mal so einen gehabt. Welchen hatte ich denn? Der sieht cool aus. Ich hoffe, die halten auch. Die manchmal enttäuschen sie mich. Coole Farbe auf jeden Fall. Wenn das für mich was nicht ist, nicht anfassen, Schatz, sonst trocknet es nicht. Dann werde ich das meiner Tochter weitergeben. Ich werde es auf jeden Fall testen auf einen Finger oder so. Das mag ich sehr gerne, aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Dann ist hier auch eine interessante Farbe dabei von Age Perfect. Mit pflegender Öle. Sehr, sehr interessant. Sehr erwachsene Farbe, sehr nudig, sehr beige. Nein. Quatschkopf. Dann sind da noch ein paar Lidschatten dabei. Einmal wieder von Essence. So ein rosaner. Dann ist von Essence wieder ein rosaner dabei. Und von Essence aus der Nothing But Ripple ein gelber. Muss ich jetzt mal swatchen? Ne Neon Gelb, die Sonne kommt. Ich guck grad mal. Du willst auch swatchen? Ja. Dann Wimpernkleber von Essence, cool. Und das hier ist dabei. Ja, mal gucken. Ich glaube, den hatte ich schon mal aussortiert gehabt. Ich habe fast nur noch von. Ich kann euch mal noch mal mein Nagellackregal zeigen. Ich habe nicht mehr so viel vom P2, weil diese Reihe mochte ich nicht so. Ich mochte dann die neueren lieber. Weil ich fand das Bürstchen, glaube ich, so klein. Nee, das waren schon die größeren. Aber es gab mal eine Zeit lang, da waren die Bürsten kleiner von P2. Die mochte ich nicht, den teste ich natürlich aus. Wimpernkleber wird auch behalten. Von Sien ist noch was drin. Und zwar eine Monolidschatten. Sieht sehr, sehr schön aus. Wir Frauen testen in jeder Firma, gell?
Swatch mal. Ach du Himmel. So sieht er aus. Oh, bitte nicht einstürzen. Und dann ist hier noch eine. Lass dich überraschen. Oh mein Gott. Ich habe immer Angst vor Überraschungen, um ehrlich zu sein. Ich mag auch eine. Du magst auch eine? Warum? Überraschungen sind toll. Wollen wir mal zusammen aufmachen? Ja, danke. Wow. Oh mein Gott, Mädels. Ich hab gedacht, Finger weg. Finger weg. Hol da die Waldfee. Oh, die Überraschung. Okay. Mama hat dich doch gestern auch mit Knete überrascht, hä? Einmal eine Illuminating Base von Trended Up. Dann Perfect Age Red Base. Die habe ich auch, glaube ich, schon mal leer gemacht. Ne? Die habe ich schon mal leer gemacht, habe die aber von Trended Up. Und die Illuminating Fluid Base habe ich, glaube ich, von Trended Up noch nicht. Also ich sehe gerade, weil ich meine Primer und Foundations gerade im Moment auf dem Boden habe, weil ich immer so ein Testvideo mache und dann kommt sie in meinen Schrank rein. Weil ich sonst keine andere Möglichkeit. Ich sehe sonst keine andere Möglichkeit. Die finde ich, ja, war okay, hat mich Glitzer gestört. Die weiß ich nicht, wie die ist. Dann haben wir hier einen Highlighter, Schimmerpowder heißt das. Ist aber ziemlich grob von der Struktur. Ist eher so ein Glitzer. Ja, das mache ich mal auf Seite. Ist nichts für mich. Oh, da ist ein bisschen gebröckelt. Ich glaube, ich habe ihn ja auch eingepackt, oder? Es kann sein, dass ich euch den auch eingepackt habe. Euch zwei. Der ist schon schön von der Farbe, aber ich weiß ganz genau, ich werde eh nicht zugreifen. Der ist auch eigentlich relativ subtil, ne? Den mache ich mal auch auf Seite. Finishing neutralisiert Rötungen. Sehr interessant, muss ich ehrlich sagen. So ein grünes Puder, also grün hatte ich, glaube ich, doch. Ein Trended Up grünes Puder habe ich. Das kommt hier. Also es ist auch nicht schlimm, Emine und Betül, wenn ich da ein paar Sachen, das ist für Xeni, Schatz, wenn ich da ein paar Sachen aussortiere und mir etwas nicht zusagt, das macht gar nichts. Ich bin immer ganz froh, weil meine Sammlung ein bisschen, dass mir mehr Sachen nicht gefallen als gefallen, weil sonst wird ja meine Sammlung wieder größer, ne? Dann hier Blackhead Peel-Off Maske von Ye Beauty oder so. So sieht es aus. Ja, ich mag die Blackhead-Masken nicht so, aber gut. Dann haben wir hier ein Pure Powder von Maybelline. Puder geht immer. Achso, das war der Haufen, wo ich wahrscheinlich wieder wegmache. Ich mach mal wieder die Sachen hier zurück in das Teil. Was war das? Achso, die Monos. Die Monos mache ich auch gleich weg. Ich werde sie nicht... Ich habe alle Essence-Monos auszutreten. Ich habe nur noch ganz wenig Monolidschatten. Nur so... besondere Erinnerungen oder besondere Farben. Nicht böse sein. Rosewood. Den mag ich sehr, sehr gerne. Der kommt auch direkt weiter. Kommt direkt weiter. Den habe ich schon mal da. Wir haben ähnlichen Geschmack. Bei mir durfte er nur zu Hause bleiben. Den mache ich auch da rein. Das ist gar nicht so schlimm. Dann haben wir hier so ein Vierer Lidschatten Quad. Also ein Vierer. Heißt das ein Quad? Ja. 4 Lidschatten, Grautöne, schwierig. Aber gut pigmentiert. Ich habe damals diese Palette echt geliebt, muss ich sagen. Wirklich geliebt. Also gut pigmentiert, kann man nichts sagen. Ich brauche Labbe. Das ist ein In Love Puder. Oder was ist das? Ei. Mensch, fliegt alles runter. Das ist ein Vierer Lidschatten. Das habe ich noch nie gesehen. Made with Love. Kenne ich nicht. Aber es ist richtig gut pigmentiert. Kommt auch weiter. Ich bin gerade wirklich ein bisschen radikal, auch wenn das sich krass anhört. Und ich glaube, P2 mache ich auch weg. P2 probiere ich nicht aus, denn ich habe... zum Beispiel von Essie einen ähnlichen Ton, ne? Dann habe ich hier von meiner Lieblingsmarke, also von Sally Hansen noch einen und von China Glass auch ein Pinkton. Den mache ich weg. Und ihr seid, seid mir bloß nicht böse, gell? Ihr Lieben, wirklich nicht. Also ich meine es nicht,
irgendwie, dass ihr das falsch versteht oder sowas. Das möchte ich um Gottes Willen nicht. Oh nee, ich habe das erst vor kurzem aussortiert. Wirklich, wirklich, ich habe das erst vor kurzem aussortiert. Ich habe hier eine ganze Kiste noch. Ich habe ganz, ganz viel Kram aussortiert. Die Hälfte von eurer Kiste, die ihr mir zugeschickt habt, habe ich letztes Mal aussortiert und gesagt, nee. Das ist von Blossom. Ich dachte, ich mag die Farben. Ich musste das ja damals unbedingt haben. Aber es spricht mich einfach irgendwie nicht an. Es, ja, weiß ich nicht. Die Farbe ist sehr, sehr interessant. Hey Mädels, es ist was dabei. Es ist, aber Pflege ist auch okay, wirklich. Flamingo in Santo Domingo 020, sagen wir mal. Ist ein wunderschöner Orangeton. So ein Orange-Flamingo-Ton würde ich schon fast behaupten. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe schon mal so was Dunkleres gehabt von Catrice. Habe ich aber auch aussortiert. Den behalte ich und teste ich auf jeden Fall. Dann ist hier noch was dabei. Say Acute Blush Stick. Sehr interessant. Schöne Farbe auf jeden Fall. Den teste ich auch mal aus. Das gefällt mir gut. Und die Farbe ist so schimmernd, aber nicht ganz so extrem. Dann ist für den Herren wahrscheinlich dabei. Ich liebe ja auch Männerdüfte, also ich könnte mich damit auch einsprühen. Oh, das riecht feini. Das riecht sehr gut. Vielen Dank. Das mag ich auch. Dann ist hier was dabei. Antifalten Turbo Gel. Men Expert. Der benutzt so einen Kram nicht. Ich werde das benutzen und gucken, wie meine Haut drauf reagiert. Das ist so, vielleicht habt ihr das, dass ich so, ich habe hier so komisches Haar, ne? Ja, dein Mann wahrscheinlich auch nicht, ne? Ultra Lift und ich werde es benutzen als Hautcreme. Mildert Falten, hallo, warum für die Männer und nicht für die Frauen? Ich werde auf jeden Fall mal durchtesten. Und, ja, ich stelle es jetzt erstmal dahin, weil ich einfach keinen Platz mehr habe. Vitalisierende Augenpflege, geilo. Ich habe nicht wirklich viel Augencreme. Euch habe ich auch eine zugeschickt. Guckt mal, ob sie was für euch ist. Wenn nicht, tauscht sie weiter, verschenkt sie oder weiß ich. Ich werde diese Männer Augencreme testen und gucken, was mit mir passiert. Vielleicht werde ich dann einfach männlicher. Da, hier ist auch eine Augenpflegende. Ich hatte, glaube ich, neulich mal ein Pröbchen davon. Kann das sein? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich hatte Eis Ultra Lift von Garnier. Ich glaube, ich hatte mal ein Pröbchen und ich werde es auf jeden Fall mal testen. Und wie die ist, werde ich dann schauen. Ja. Dann ist hier was. Das ist bestimmt eine türkische Marke, oder? Maggie. Sieht aus wie Urban Decay. Ist ein richtiges gutes Tube. Schaut mal. Die geht auch weiter. Ich mag die Fändchen nicht. Aber das macht überhaupt nichts. Ida hat eh genug. Sich jemand anderes. Dann Asian Secrets. Geil. Das sieht doch geil aus. Irgendwie hat das was. Habe ich noch nie gesehen. Mädels, habe ich echt noch nie gesehen. Aber ist geil. Und wenn ich hier... Upsi. Und wenn ich hier sage, das gefällt mir nicht, dann hat das nicht damit zu tun, dass ich es nicht schätze, um Gottes Willen. Aber man hat einfach ein paar Sachen und ein paar Sachen hat man selber aussortiert. Das gefällt einem persönlich einfach nicht und das hat nichts mit Angreifen zu tun. Das hat einfach was mit... Ja, das ist halt manchmal so, ne? Ja, wie gesagt, ich mag keine länglichen Fändchen. Ab und zu mal mache ich eine Ausnahme, aber es ist jetzt nicht so... Es sieht besonders cool aus, finde ich. Der weiße Pen ist ein bisschen, ja, wackelig da. Aber die Farben sind bestimmt cool. Ja, geht auch weiter, denke ich. Mal gucken. Ich hoffe, es fällt mir da nicht runter. Ich meine, wir Mädels, wir haben einfach denselben Geschmack. Oder halt eben nicht mehr. Oder wir haben das doch, eigentlich haben wir denselben Geschmack. Du schickst mir dein aussortiertes und ich habe schon aussortiert. Also haben wir doch denselben Geschmack. Das ist eine sehr, sehr schöne Farbe von Catrice.
560. I like to move it. To move it. Ja. Die gucke ich mir nochmal an. Dann ist drin eine Feuchtigkeitsmaske. Das ist so eine, ja, Garnier für die Haare. Oh Gott, 27 Minuten. Dann ist hier Golden Lip Mask drin. Oh nein, irgendwas muss da kaputt gegangen sein. So verrückt, dann noch ein Deo für meinen Freund. Ja, willst du ihm sagen, dass er müffelt? Dann Golden Lip Mask. Ich bin gespannt. Ich mag die Dinger nicht, weil ich bin ein absoluter Labertaschen-Typ. Ich rede wahnsinnig gerne. Das ist eine mega schöne Palette von Astra, sehe ich gerade. Ich gedacht habe, es riecht nach Kosmetik halt. So sieht die Palette aus, habe ich bei Astra noch nie gesehen, dass es so eine schöne Farbkombi gibt. Ich werde mal probieren, einen Look damit zu kreieren. Für den Alltag, vielleicht ist es irgendwas. Irgendwas ist kaputt gegangen. Ich gucke mal, ob das... Nee. Das ist auch ein Mono. Was bist du? Was bist du? Eine graue Ton? Eine graue Mauve-Ton. Geht auch weiter. Holt sich jemand anderes drüber. Und jetzt brauche ich aber ein Tuch. Weil, ihr wisst, irgendwas ist da kaputt gegangen. Das ist cool, das ist voll süß. Das ist so ein Fußschrubber, ne? So, eine gute Nacht wünscht Vicky Medi-Night. Sehr cool. Schlafmaske geht immer. Von Wet n Wild ist da was dabei. Werde ich aber auch direkt weitergeben. Ich habe eine einzige Palette behalten von Wet n Wild, weil ich sie gut finde. Die anderen, ich habe so viel Kram, Mädels. Ich wollte die Schublade unbedingt mal mit euch aussortieren. Ich kann mich nicht so gut trennen von meinen Paletten. Ich bin ein absoluter Paletten-Junkie. Und dann ist das immer schwierig, wenn was bei mir daheim ist. Also ich werde es weitergeben. Die anderen freuen sich sicher. Ist hier, ja, wie gesagt, das Blush ausgelaufen. Olas Pro Antifaltencreme. Mein Sohn, da macht er Krach. Ohne Ende. Super interessant. Ich mag Olas wegen dem Duft. Stiegelchen. Night Cream, geilo. Ich habe gerade aktuell keine Nachtpflege im Badezimmer. Finde ich cool. Und mein Expert Vitalisierende Feuchtigkeitspflege. Französischer Weinreben exakt. Was bist du dann? Also, Männer, meine Männer im Haus. Der Kleine ist natürlich zu klein und der Große, der legt keinen Wert auf Cremes. Der ist geschaffen, wie er geschaffen ist. Ein richtiger Mann halt. Der fragt sich auch, also ja, gut. Der ist halt so, wie er ist. Das mich nicht stört. Also ich habe kein Thema, wenn er mir die Kosmetik hier Selbstbedienung macht. Unzählige Masken habe ich hier bekommen. Oh mein Gott, ich bin gerade am Aufbrauchen, Mädels. Ich bin am Aufbrauchen. Ich versuche aufzubrauchen. Hier ist mit Reval de Loup Maske Todesmeer. Sehr geil. Ich habe gerade unreine Haut. Da passt das optimal. Dann habe ich hier bekommen Lift Effekt Konzentrate. Super cool. Die kann man gut aufbrauchen und gut benutzen. Das fand ich richtig cool, fand aber den Preis in der Drogerie kacke. Das wird morgen früh benutzt. Die Morgendusche hat mir sehr gut gefallen. Wie ein Aufgebraucht hört sich das an, gell? Ist aber nett. Dann auch von Diademin, ne? Dann, ja, so Bodylotion, dann Sonnenmilch. Werde ich auch testen. Ja. Bin ich gespannt, wie die ist. Das lege ich alles, was ich gleich testen möchte, lege ich hier hin. So pröbchenmäßig. Und der Rest an Pröbchen kommt wieder da rein. Ja, dann diese, wie heißen die? Wenn ich ein so ein Paket genommen habe, hat es, glaube ich, komplett für die Beine gereicht. Also so 10 Milliliter. Zwei Pakete waren optimal. Danke. Da freue ich mich. Dann habe ich das hier. Das habe ich schon mal getestet. Sieht so aus, als hätte ich das schon mal getestet. Das kenne ich. Mochte ich, glaube ich, war ein ganz okay Shampoo. Energiedusche hat mir gut gefallen, würde ich nochmal kaufen. Also nochmal testen, ich sehr, sehr gerne. Das hört sich sehr an. Macadamia und Reismilch. Das ist so Peeling. Oder was?
Stuhlspiegel. Wo sind denn da die Körner? Creme-Duschpeeling. Ich spüre da keine Körner. Um ehrlich zu sein. Ich muss da ja immer so. Aber ich merke keine Körner. Dann S. Oliver for Men. Da soll sich mein Schatz überall hinschmieren. Zellaktiv Augenpflege. Bin ich sehr gespannt. Ist es dieses Augentrost? Nee. Haut ab 30 definitiv nächstes Jahr. Und dann haben wir hier, das habe ich bei meiner Mutter in Weiß. Ich habe das nicht so richtig verstanden. Und mein Freund hat gesagt, das riecht gar nicht so richtig nach Mann. Von diesem Michalski. Er hat gesagt, nee, das will er nicht mitbenutzen. Also mussten wir das benutzen und war okay. Eine Maske von Reval de Loup ist da noch dabei. Also ich bin sehr, sehr zufrieden um unsere Tauschpack und um das Tauschpaket zu machen, denn es sind wirklich nützliche Dinge dabei, die ich gut gebrauchen kann. Der Rest ist es kein Thema. Ich bin super gespannt zum Beispiel auf diesen Nagellack. Das sieht von der Farbe so, so schön aus. So richtig elegant und Herbst, so richtig schön einfach. Gefällt mir richtig gut, wenn ich hingucke. Ich bin auch super gespannt, wie der hier sich verhält. Wenn nicht, meine Tochter kommt damit klar, 10 Stunden zu warten, ich nicht. So, L'Oreal ist da noch dabei. Dann Ultra Lift, das habe ich ja in groß, ne, bekommen. Dann morgendliche Dusche, eine Tuchmaske von Isana. Und eine Peel-Off-Maske. Peel-Off-Masken, ja, das tut schon weh, gell? So, das war's, glaube ich. Ich habe, glaube ich, nichts vergessen, meine Lieben. So. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Vielen, vielen Dank, Emine, für euer Paket. Und Betül, dir auch natürlich. Ihr seid zwei tolle Prinzessinnen. Ihr habt zwei andere tolle Prinzessinnen und einen Prinzen und noch einen Prinzen. Ne, den König dann glücklich gemacht. Und ich danke euch vielmals. Tschüss.